Diese ehemalige Militäranlage mit dem lustigen Namen No Man's Land Fort wurde Ende des 19. Jahrhunderts zur Verteidigung der britischen Stadt Portsmouth errichtet. Die Seefestung hat einen Durchmesser von 61 Meter und erhebt sich ungefähr 20 Meter über den Meeresspiegel, abgesehen von dem immer noch im Betrieb befindlichen Leuchtturm. Als sie in den 1980er Jahren ihre militärische Bedeutung eingebüßt hat, wurde sie in private Hände verkauft, woraufhin sie wieder unter verschiedenen Besitzern für kommerzielle Zwecke genutzt wurde. Heute ist es ein Luxushotel, wo neben einem beheizten Swimmingpool zwei Hubschrauberlandeplätze und eine Dachterrasse zur Verfügung stehen. Hättet ihr Lust, dort abzusteigen? Ein Hafenkran zum Hotel umbauen? Das klingt absurd, bis man die Umsetzung dieser kühnen Idee sieht. Das Faralda Kran Hotel liegt an einer ehemaligen Werft und ist längst zu einem Wahrzeichen Amsterdams geworden. Und das nicht nur wegen seines ikonischen Designs und des herrlichen Blicks auf die Stadt. In schwindelerregender Höhe sind drei atemberaubende und verschieden ausgestattete Suiten übereinander gestapelt. Jede Suite ist ein luxuriöser Kubus über zwei Etagen. Sie sind stylisch und mit exklusiven Möbel eingerichtet in Kombination mit einer außergewöhnlichen Kunstsammlung. In welchem anderen Hotel kann man Ropejumping betreiben? Oder im Whirlpool unter den Wolken liegen? Dieses Projekt, bekannt als Müllcontainer, erfüllt eine wichtige Mission. Sein Autor, ein Uni-Professor namens Jeff Wilson, der auch mit anderen minimalistischen Wohnformen experimentierte, hat als Antwort auf die weltweit existierenden Wohnraumprobleme diesen alten Müllcontainer umgebaut und ein Jahr lang darin gewohnt. Wovon kann man träumen, wenn man bereits zu Hause eine Geheimbar hat? Wie groß euer Kühlschrank auch ist, in diesen hier passt bestimmt mehr rein. What's this? Hier ist eine weitere Geschichte über das zweite Leben verlassener Orte. Unweit der malaysischen Insel Sipadan gibt es eine stillgelegte Ölplattform, die zum Hotel- und Taucherresort umgewandelt wurde. Die ehemalige Bohrinsel bietet Tauchern komfortable Zimmer und die Möglichkeit, direkt unter der Plattform oder an weiter entfernten Tauchplätzen zu tauchen. Das davor gelegene Riff ist für seine reiche Unterwasserflora und Fauna sowie einzigartige Unterwasserlandschaften bekannt. Wenn man also Seepferdchen und Muränen hautnah erleben möchte, ist dieser Ort eine gute Wahl. Diese Boeing 727, die von dichtem Dschungel umgeben ist, sieht verdammt eindrucksvoll aus. Das Flugzeug steht im Manuel Antonio Nationalpark in Costa Rica, und zwar nicht nur als Attraktion für Luftfahrtbegeisterte, im Inneren ist es nämlich als Wohnraum eingerichtet.
Ja, es handelt sich nicht um eine Attrappe, sondern um ein echtes Linienflugzeug, das auch geflogen ist. Der Rumpf wurde sorgfältig erhalten, aber im Inneren wurde alles komplett umgebaut. Die Designer haben hart an der Inneneinrichtung gearbeitet, um den Innenraum in eine vollwertige Wohnung mit 2 Schlafzimmern und einer Küche zu verwandeln. Genau der richtige Ort für Romantik- und Abenteuerfans. So stellt sich ein Weingenießer den Eingang ins Paradies vor. Wer einen außergewöhnlichen Schlafplatz hoch oben in den Alpen sucht, ist hier genau richtig. Das futuristische Biwak sieht aus, als hätte ein Riese sein Spielzeug in den Bergen liegen lassen und wurde in Gedenken an den bekannten Kletterer Giusto Gervasutti genau an der Stelle erbaut, wo früher eine schlichte Schutzhütte aus Holz stand. Die Biwakschachtel liegt auf 2835 Metern am Frebuze-Gletscher auf der italienischen Seite des Mont Blanc-Massivs und verfügt über 12 Schlafplätze sowie einen Elektrokocher und einen Bordcomputer mit Internetanschluss. In diesem Bett verbirgt sich der Eingang zu einem gewaltigen Tunnelsystem, das sich unter einem Vorort von Peking über insgesamt 23 Kilometer erstreckt. Errichtet wurde es Anfang der 40er Jahre während des Zweiten Weltkriegs von chinesischen Soldaten. Heute ist nur ein 830 Meter langer Teil davon für die Öffentlichkeit zugänglich, aber auch er ist äußerst beeindruckend und wird gerne besucht. Wie gefällt euch diese bewohnte Verkehrsinsel? Warum dieses baufällige Gebäude nicht abgerissen wurde? Weil der Eigentümer dieses Nagelhauses ein sturer Bock ist. Als das Viertel erneuert und neue Straßen gebaut wurden, schlug man ihm vor, das Haus zu verkaufen, aber er verlangte eine zu hohe Summe. Und so kam es, dass die Kreuzung um das Haus herum gebaut wurde. Seitdem steht das Gebäude als Denkmal für den Charakter seines Besitzers. Schon mal so einen coolen Autoaufzug gesehen? Wer sowas sein eigen nennen kann, kommt sich wahrscheinlich wie James Bond oder Batman vor, je nachdem, welche Figur man mehr mag. Die Kunst, Tresore zu tarnen, steht nicht still. Nicht nur der Klassiker, also der Platz hinter einem Gemälde. Heute kann sich fast jeder Ort im Haus als Versteck herausstellen. Das gilt auch für Betten. Als Waffenfreund kann man sich mittlerweile aussuchen, ob man es sammlermäßig oder westernhaft haben will. Diese zweistöckige Luxusvilla auf den Malediven ist absolut einmalig. Oben stehen einem 2 Schlafzimmer und ein Bad mit Meerblick zur Verfügung. Und 5 Meter unter der Meeresoberfläche, direkt auf dem Meeresgrund, befindet sich unter einer Acrylkuppel die Unterwasseretage mit einem Wohnbereich aus Schlafzimmer, Wohnraum und Badezimmer, der einen spektakulären 180-Grad-Panoramablick auf die einzigartige Fauna und Flora des Meeres bietet.
Das Unterwassererlebnis scheint ein unvergessliches Maß an Entspannung zu bieten. Dieses Haus ist eindeutig eines der kuriosesten Gebäude auf unserer heutigen Liste. Babuba. Ehrlich gesagt, es ist kaum als Haus zu bezeichnen. Das Innere besteht nur aus Treppen und sieht insgesamt wie ein Aprilscherz eines viel zu kreativen Architekten aus. Dieser Swimmingpool ist ein echtes bautechnisches Meisterwerk. Und diese Lösungen ermöglichen es, einen Pool zu unterschiedlichen Jahreszeiten zu nutzen. Einen besseren Ort für einen Filmmarathon kann man sich kaum vorstellen. Schreibt in die Kommentare, welche Filme ihr euch hier ansehen würdet. Wer die Unterwasserwelt und Tauchen faszinierend findet, sollte unbedingt die Inselkette Florida Keys besuchen. Hier gibt es viele Möglichkeiten zur Unterhaltung und Weiterbildung sowie zur Erkundung der Unterwasserfauna und Flora. Übrigens, wenn ihr auf Pizza steht, wäre es ein weiterer Grund, hier Urlaub zu machen, denn das hier ist der einzige Ort auf unserem Planeten, wo Pizza unter Wasser geliefert wird. Das Besondere an diesem Haus auf der kanadischen Insel Fogo ist, dass es vom eiskalten Wasser des Nordatlantik umspült wird. Viele Touristen kommen hierher, um dieses architektonische Meisterwerk zu bestaunen, das harmonisch in die karge nördliche Landschaft eingebettet ist. Teleportation im eigenen Haus? Jeder von uns hat als Kind davon geträumt. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet, little movie room, gadget, but ours is this. Der ideale Rückzugsort, um sich vom Stress des Alltags zu erholen.
Es ist immer toll, wenn aufgegebene Orte und Infrastruktureinrichtungen ein neues Leben erhalten. Die Eisenbahnlinie entlang des Sevier River im Westen Utahs wurde in den 70er Jahren stillgelegt und irgendwann später durch Überschwemmungen zerstört. Heute ist sie unter dem Namen Big Rock Candy Mountain bekannt, wie der Titel eines bekannten Songs, und dieser Ort ist einfach atemberaubend. In einer malerischen Flusslandschaft, die auf der einen Seite von Bergen begrenzt ist, stehen bunte Eisenbahnwaggons im Retro-Stil verstreut. Hier spürt man eine Aura des Abenteuers. Kein Wunder, dass dieser Ort viele Reisende und Antiquitätenliebhaber anzieht. Und für diejenigen, die gerne mit Komfort reisen, wurden einige der alten Waggons zu gemütlichen Unterkünften umfunktioniert. Diese Leute haben ihren Kindheitstraum von einem geheimen Superheldenquartier Realität werden lassen. Die Idee für bewegliche Möbel, die sich im Handumdrehen verschieben und umwandeln lassen, ist einfach genial. Was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis sie sich so weit durchsetzt, dass jeder in seiner Wohnung so etwas hat? Der wunderschöne Strand auf Bali und das Flugzeughaus bilden eine tolle Kombination. Diese schwimmende, selbstgebaute Insel, die von ihren Erbauern, einem Künstlerpaar auf den Namen Bucht der Freiheit getauft wurde, liegt abgeschieden in unberührter kanadischer Natur in der Nähe des Ortes Tofino. Sie ist nur mit dem Boot erreichbar und die Verwirklichung des Lebenstraums von Catherine King und Wayne Adams. 1991 begannen sie mit dem Bau ihrer eigenen Trauminsel. Heute ist das schwimmende Zuhause eine weitläufige Anlage, wo sich Wayne früher der Holzschnitzerei widmete und Catherine Pflanzenanbau, Tanzen und Malerei betrieb. Auch wenn ihr Mann inzwischen gestorben ist, hat Catherine nicht vor, umzuziehen, denn in den mehr als 30 Jahren, die sie hier verbracht hat, ist diese Insel für sie zu einem wahren Ort der Stärke geworden. Dieses Haus in Großbritannien ist der perfekte Ort, um einen Fantasy-Roman zu schreiben. Diesen Kerl hat es viel Kraft gekostet, sich seinen Traum zu erfüllen, aber jetzt besitzt er ein Gamer-Paradies.
Und dieser kleine, aber komfortable und hochmoderne Raum kann sowohl zum Zocken als auch zum Arbeiten genutzt werden. Moderne Aufzüge sind so kompakt, dass sie in fast jedem Haus eingebaut werden können. Eine großartige Lösung für viele Probleme. Guckt mal, in was für ein gemütliches Haus dieser gewöhnliche Schiffscontainer umgebaut wurde. Toll gemacht! Die Besitzer dieses Hauses haben definitiv etwas, womit sie ihre Gäste überraschen können. Dieses winzige Gästehaus in Schweden wäre die perfekte Wahl für alle, die Wasser und Abgeschiedenheit mögen. Das Ufer ist einen ganzen Kilometer weit weg. Man kann hier eine traumhafte Aussicht und Ruhe genießen und natürlich auch schwimmen. Und das Beste ist, dass sich das Schlafzimmer 3 Meter unter der Seeoberfläche befindet. Wenn man also durch die Panoramafenster oder besser gesagt Bullaugen blickt, sieht man Fische vorbeischwimmen. Die Schöpfer dieser kugelförmigen Häuschen behaupten, dass sie nicht nur leicht und stylisch sind, sondern auch ausgezeichneten Schutz vor schlechtem Wetter bieten würden, sei es Gewitter oder Hitze. Wenn es wirklich so ist, dann sehen sie aus wie die Häuser der Zukunft. Wohnhäuser in Kuppelform erfreuen sich großer Beliebtheit bei Naturfreunden. Einer ihrer Vorteile gegenüber herkömmlichen Gebäuden ist, dass der Platzaufwand bei der gleichen Nutzfläche um 30% geringer ist. Darüber hinaus verbrauchen sie weniger Energie für Kühlung und Heizung. Der Architekt dieses Hauses, John Fortuna, arbeitet seit etwa 50 Jahren an Projekten wie diesem. Ihm zufolge wirke sich das Wohnen in einem solchen Haus positiv auf die Psyche aus. Und jeder Mensch, ähnlich wie ein Vogel, der sich selbst ein Nest baut, sollte sich körperlich an der Errichtung eines Eigenheims beteiligen. Vielen Leuten kommen verrückte kreative Ideen, aber nur wenige setzen sie in die Tat um. Dieser Mann baute ein 2-stöckiges Holzhaus, das sich um die eigene Achse dreht, und eröffnete es für Besucher. Einige von ihnen meinen, dass man da drin das Gefühl habe, in einer anderen Welt zu sein. Eine tolle Idee, wenn man ein Auto gekauft hat und es geheim halten möchte.
tolle Idee, aber man sollte aufpassen, dass man den magischen Griff für dieses Regal nicht verliert. Findet ihr auch, dass der Erfinder dieser Treppen einen Nobelpreis verdient hätte? Eine Reise nach Idaho, ohne in der Riesenkartoffel übernachtet zu haben, ist keine vollwertige Reise. Bei diesen Hütten handelt es sich um traditionelle Häuser im Nordosten Indiens. Sie werden ausschließlich aus Bambus und anderen umweltfreundlichen Materialien gebaut.